So, und damit herzlich willkommen. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardom zu einem neuen Dwarf News aus dem November. Ja. Heute soll es wieder um ein paar kleinere Themen geben. Gibt nicht so viel anzusagen, aber doch einiges, was ich jetzt gerne ansagen würde. Wir sind hier in Münzschlacht, also es geht darum, Münzen zu sammeln. Ja, ist mal was anderes als sonst immer in den Parts. Ich gehe aktuell ein bisschen leer aus, aber das ist ja auch jetzt nicht die Hauptsache. Heute soll es um darum gehen. Erster Punkt. Pokémon Sonne ist ja ab dem 23.11. in Deutschland, in Europa verfügbar und kaufbar und spielbar. Es gibt ab dem 18.11. schon die Möglichkeit, das irgendwie aus den USA zu bestellen und das irgendwie auf einer amerikanischen Konsole irgendwie zu spielen, und das sei auch schon irgendwie erlaubt, eine gewisse Anzahl an Parts für vor dem Release zu spielen. Aber A, habe ich keine amerikanische Konsole, und B, ja, B, bin ich auch kein Freund vom vor dem Release spielen. Ich spiele das dann für euch ab dem 23.11. direkt auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, ob es schon am 23.11. klappt. Vielleicht klappt es erst am 24.11., weil schulisch ist es ja ein bisschen, muss ich drauf achten. Da ist gerade ein bisschen wenig Zeit. Schule bis in die Spät. Joa. Da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, was ich gerade angerissen habe schon. Ja. Oh, Ballonjagd, cool. Muss ich aufpassen, dass die mir die nicht weghauen. Ja. Folgendes ist Sache. Im nächsten Jahr werde ich meinen Abschluss machen. Den erweiterten Realschulabschluss, das kann ich euch verraten. Der ist in einigen Schulen in der 10. Klasse, aber in meiner Schule in der 12. Klasse. Ja, eine private Schule. Was, jetzt haben mir die Bienen einen Ballon geklaut? Was zum Henker? Ja, und anlässlich dieses Abschlusses werde ich wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, ich werde garantiert, wenn es an den Abschluss geht mit YouTube, dann ein wenig zurücktreten und nur noch sehr, sehr unregelmäßig Videos hochladen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich werde mich nämlich darauf konzentrieren, meinen Realschulabschluss zu schaffen und halbwegs gute Noten zu erzielen in den Fächern, die da geprüft werden. Und ja, auch wenn wir hier gerade zu dritt spielen. Ja. Ich werde danach eine angemessene Ausbildung anstreben, da ich nicht auf das Glück setzen will, von YouTube irgendwann leben zu können. Das kann man nicht garantieren, deshalb habe ich im Kabel verfangen.
So, alles wieder gerichtet. Deshalb, ja, werde ich nach der Schule dann einen Abschluss anstreben und ja. Ja. Vielen Dank für euer Verständnis schon mal im Voraus, dass es im nächsten Jahr ein bisschen holpriger wird und eventuell die ein oder anderen Aktionen und die ein oder anderen. Oh, ein paar Deutscher. Und dass es im nächsten Jahr ein paar Abstriche geben muss. Das tut mir selbst auch leid, aber Gesundheit geht vor Schule, Schule geht vor YouTube. Ist so. Ja, nächstes Thema ist eine Frage an euch. Die Frage lautet: Ich habe eine geniale Idee gehabt. Ob sie so genial ist, weiß ich nicht. Deshalb frage ich euch, meine Abonnenten und Zuschauer. Mir schien sie genial. Also in meinem Kopf war es genial. Ich habe den Plan, im nächsten Jahr, dieses Jahr bestimmt nicht mehr, aber 2017, eine Art neues Projekt zu machen, das sich da Nintendo News nennen wird oder so ähnlich, dass ich euch halt die News, die ich mitbekomme, über meine Kontakte halt so mal in einem Video, was dem Dwarf News ähneln könnte. Vielleicht wird es auch mit Dwarf News verbunden, halt irgendwie offengelegt werden. Also, dass ihr halt nicht nur langweilige News, naja, langweilig sind sie nicht. Hoffe ich zumindest, dass sie für euch nicht langweilig sind. Die Dwarf News. Ja, dass dann halt auch News zu Neuerscheinungen für den 3DS von Nintendo auf meinem Kanal zu hören sind. 3DS und Wii vermutlich. Werd mich vermutlich auf die Konsole beschränken, die ich so habe, und werd euch News über den 3DS bringen, weil es macht keinen Sinn, euch über die Wii U zu berichten, die ja übrigens letztens praktisch für tot erklärt wurde. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Es macht mehr Sinn, über die Konsolen zu reden, die ich in Gebrauch habe, als über Konsolen, die eh nichts mit den Zwergenfürst zu tun haben. Gut. Aber ab zum nächsten Thema. Das ist ein spannendes Thema. Wer kennt es nicht? Das soziale Netzwerk Facebook. So, vielleicht hat es schon der ein oder andere bemerkt oder halt nicht, dass ich mich auf Facebook angemeldet habe. Da kam schon von meinen Klassenkameraden das ein oder andere Feedback dazu. Positiv als auch negativ. Ja. Was soll ich sagen? Ich bin und war immer noch. Ich war immer noch, ach egal, ich bin offen gegen einiges, was Facebook da so betreibt. Muss ich nicht alles noch aufgreifen, wir kennen die Geschichten über Facebook. Ich mag Facebook als Plattform nicht so wirklich. Ich kann mich mit dem und werde mich mit dem auch in Zukunft vermutlich nicht so sehr befreunden können, aber der Grund, warum ich mich dann dazu entschlossen habe,
mir eine Fansite. Ich habe mir nämlich eine Fansite erstellt auf Facebook. Link in der Videobeschreibung und auf meiner Kanalbeschreibung. Und könnt ihr liken, abonnieren oder was auch immer man auf Facebook so tut. Ich bin neu dort. Ich bin erst seit 2-3 Tagen bin ich auf Facebook. Auch nicht sehr aktiv und ich werde es auch, glaube ich, weiterhin nicht sehr aktiv sein. Ich glaube, ich werde mich in Zukunft auch eher auf die anderen sozialen Netzwerke beschränken. Also ich aktiv bin ich eigentlich wirklich nur auf YouTube. Ich bin auf Google Plus, ich bin auf YouTube, ich bin auf Twitter, ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook mittlerweile, ich bin auf ask.fm. Das ist eine Fragenbeantwortungsseite für alle, die es nicht kennen. Ja, und ich beschränke mich eigentlich auf YouTube und Instagram. Also da bin ich häufiger mal aktiv. Ansonsten Twitter ab und zu. Die anderen, ja, die müssen dann auch halt ein bisschen zurückstecken. Das Wort habe ich heute schon mal benutzt. Das, ja. Die benutze ich halt nicht so oft. Ja, das wäre mein Masterplan. YouTube, Twitter, Instagram, das sind so meine Hauptwebseiten, auf denen ich unterwegs bin. Dort könnt ihr mich auch treffen. Also mich anschreiben. Und dort bekommt ihr dann auch relativ schnell eine Antwort von mir. Auf den anderen Webseiten erwartet nicht, dass ich euch dort relativ schnell antworte. Obwohl auf Facebook könnte es passieren. Das ist meine Community-Seite. Da würde ich gerne mal mit euch in ein paar Chats, in den ein oder anderen Chats kommen und mal mit euch über das ein oder andere diskutieren, aber ich werde jetzt nicht regelmäßig auf Facebook online sein, also das sollte mal gesagt werden. Was war das denn gerade für eine Aktion? Ja, ich habe es mir so gedacht und so den Plan gemacht, dass, ja, dass ich mir für jedes soziale Netzwerk sozusagen ein Unterwort aufgeschrieben habe. Vielleicht kann ich hier mal ein Bild einblenden. Ich habe da so einen schönen Plan gemacht. Also, wenn man die Schrift lesen kann. Ja, Instagram für Bilder, YouTube für Videos, was denn auch sonst, Twitter für News, also für alles, was so aktuell ist, so, wo ich dann auch mal schreibe, hey Leute, morgen fängt der Adventskalender an, oder neue Sache auf Zwergfürst LP, neues Video, schaut mal rein, oder Community-Aktion, macht mal mit. Oder sowas ähnliches. Halt so in der Art. Ask.fm, wie ich es schon angepriesen habe, ist eine Frage-Website, auf der ich auch aktiv bin. Da, das ist für Fragen. Dort könnt ihr mir eure Fragen stellen, die ich offline beantworten soll. Anmelden, Fragen stellen. Links zu den sozialen Netzwerken. Alle unten in der Videobeschreibung. Ein bisschen weiter unten müsst ihr ein bisschen scrollen. Da findet ihr es. Ja. Facebook sollte, ich denke, das wird dann so eine Art Community-Forum, also diese Fansite, dass ihr könnt dort, wie ich mich informiert habe, Sachen in eurem Namen posten. Und ja, andere Dinge tun, die man auf Facebook so macht. Ich bin da noch nicht ganz so eingeweiht.
werde ich mich in den nächsten Tagen noch ein bisschen reinfuchsen in Facebook. Ja, Chats, die Chat-Möglichkeit gibt es dort, über die freue ich mich sehr. Da würde ich gerne mal, wie schon gesagt, mit dem einen oder anderen Fan mal auf der Seite in Kontakt treten. Gerne auch mit dem einen oder anderen Hater. Diskussionen sind ja auch ganz nett, solange sie sachlich sind. Hater sind ja meistens nicht sachlich, aber gut. Konstruktive Kritik auch dort gerne. Hater werde ich natürlich dort genauso behandeln wie auf YouTube. Das dürfte nichts Neues sein. Dazu gab es ja auch schon ein Thema in einem Video. Muss nicht lange gesagt werden. So. Instagram. Unter die Bilder gerne eure Meinung schreiben. Wird sofort gelesen. Twitter, direkt Nachrichten oder auf meine Tweets antworten. Gerne sofort die Antwort und unter den Kommentaren natürlich hier in den Kommentaren. Gerne Austausch über die Videos. Immer sehr dabei. Würde ich mich sehr über eure Meinung und eure Feedback freuen. Ansonsten war es das, glaube ich, auch schon mit den heutigen Themen. Das Video ist dann doch etwas länger geworden. Trotz der wenigen Themen, vergleichsweise wenigen Themen. Ja, dann war es das auch für Dwarf News von diesem Jahr. Es wird kein Dwarf News für den Dezember geben. Wahrscheinlich. Ja. Wir sehen uns in anderen Videos. Däumchen, Wärmträumchen. Ja, Abo dalassen, falls ihr neu seid. Ansonsten schreibt euer Feedback, wie schon gesagt, gerne in die Kommentare unter diesem Video. Habt noch einen angenehmst fürstlichen Tag. Gehabt euch wohl. Schaut euch diese Videos noch an, die hier verlinkt sind, und macht's gut. 5, 4, 3, 2, 1, 0.